Ein herzliches Grüezi miteinander und willkommen beim heutigen Vollmond-Video. Heute etwas frischer, aber wir rocken das miteinander. Es ist wunderschön, es hat aufgeklärt. Fast keine Wolken mehr am Himmel zu sehen. Die Energie ist seit bald zwei Stunden bei mir am Laufen, am Laufen, am Laufen. Wow, genial. Einfach genial. Genau. Ja, was haben wir gut? Heute habe ich das Krafttier-Orakel von der Jeanne Ruhland mitgebracht. Genau. Das habe ich zu Hause zuerst ausgewählt und wir wollen doch gerade schauen, welches Krafttier uns denn in diesem neuen Vollmond-Video begleitet. Heute wieder mal ein reines Energievideo von mir. Nach dem Krafttier noch zwei, drei Anekdoten von der letzten Zeit von mir und dann starten wir in das neue Jahr mit dem ersten Vollmond-Video. Ach, ich freue mich. Ich bin so gespannt. Was darf es sein? Sind wir gespannt? Von oben, direkt die Karte von oben. Leg ich die mir auf die Knie. So. Was haben wir gut? Die Fledermaus. Okay. Und zwar Fledermaus Orientierung. Neue ungewöhnliche Wege tun sich auf. Besinne dich auf dich selbst. Beziehe die Kraft deiner Ahnen mit ein. Oh, danke, danke, danke. So schön. Wirklich schön. Dann wollen wir noch schauen, was sie noch dazu zu schreiben hat. Genau. Also. Und zwar, neue ungewöhnliche Wege tun sich auf. Eine innere Stimme fordert dich auf, dich eine Zeit lang auf dich selbst zu besinnen und dein geistiges Erbe zu erwecken. Der Ruf der Ahnen dringt aus der Ferne zu dir. Veränderungen stehen bevor. Öffne dich. Das wahre, gehütete, geistige Potenzial deiner Seele möchte in dir erwachen. Und die Affirmation dazu: Ich vertraue meiner Wahrnehmung und öffne mich. Ich werde sicher geführt. Amen. Amen, Amen, Amen. Ich danke von Herzen, zu mir passt sie also vollumfänglich. Also wirklich, das ist, wie sagt man so schön, wie die Faust aufs Auge, genau. Es ist, eben zu den Anekdoten, es ist einiges passiert in den letzten Wochen, einige Veränderungen. Ich durfte auch wieder durch die Täler der Gefühle rauf und runter kurbeln über die Tage. Darum habe ich letztes Wochenende kein Video gedreht, weil bei mir ging alles wirklich etwas drunter und drüber. Und ich musste mich für mich selbst neu orientieren, neu finden, weil die ganzen Energien, die in den letzten Tagen gegangen sind und jetzt auch wieder sehr, sehr stark sind, die habe ich für mich genommen, für mich genützt, für meine Meditationen, für mich zum Weiterkommen, zum mich weiterentwickeln, genau. Und darum habe ich jetzt mal egoistisch für mich geschaut. Genau. Ich habe zwar den einen oder anderen Eintrag im Facebook gemacht, nur mal exklusiv im Facebook auch und sonst nirgends auf einer Plattform. Und von dem her muss ich ja sagen, ja, für mich war es jetzt stimmig. Und auf heute habe ich mich gefreut. Es war zwar über den Tag war es noch etwas so, ja, vage, soll ich jetzt wieder mal ein reines Energievideo machen für euch oder nicht. Aber dann irgendwann ist dann die Energie immer mehr gekommen, mehr gekommen, mehr gekommen. Und es ist dann wirklich so, ja, ich bin dann auf dem Sofa gesessen, habe noch eine alte Sendung im Replay gesehen. Und dann, das ist so eine Energie, also wow, wirklich. Genau. Wir wollen jetzt nicht lang weiter erzählen. Ich möchte jetzt, dass ihr euch hinlegt oder einfach euch bequem macht und die Energieübertragung von mir jetzt genießen könnt die nächsten paar Minuten. Genau. Zuerst will ich natürlich, dass ihr mit mir zusammen die Reinigung macht.
werde jetzt euch zuerst reinigen, mit mir zusammen auch, das Feld reinigen, genau. Das, was ich ja normalerweise immer im Vorfeld mache, aber heute machen wir es wieder mal zusammen. Lasst es durch euch abfließen, gebt es der Gaia, bittet um Neutralisierung, dass die Mutter nicht darunter leidet, genau. Einfach das Tagesgeschehen oder sonstige noch Altlasten, wo du im Moment bei dir hast, dass du das einfach abfließen lassen kannst. Genau. Sehr schön. Nun, ich bitte jetzt meinerseits die Mutter Gaia, die Vulkanenergie auch zu aktivieren für mich, weil es ist wirklich kalt, aber es macht nichts. Ich liebe es. Ich liebe es einfach in der Nacht draußen zu sein, in der Nacht im Wald zu sein, diese Stille, diese Ruhe. Und vorhin haben mich auch Tiere beobachtet, wo ich mit den Lampen mich vorbereitet habe, habe ich die Augen gesehen. Und es wäre natürlich schön, wenn jetzt hinter mir irgendwas durchgeht und ihr dürftet das mitbekommen. Das wäre wow, das wäre schön. Genau. Die Energie läuft schon sehr schön. Ich spüre sie auch, genau. Für mich ist das wie so fast ein Lagerfeuer, jetzt wie die Wärme von Erde hochkommt, meine Ärmel hoch, meine Arme hoch. Oh, genau, schön. Sie erzeugt wunderbare Wärme. Wow, wow, wow. Wir starten gleich miteinander. Genau. Nun bitte ich dann mein Erzengel Michael wieder mal zur Hilfe, genau, was er mir beisteht bei dieser Übertragung von euch. Danke, 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 dass wir auch Schutz haben, dass wir geschützt in einem geschützten Raum die Übertragung machen können, ist auch wichtig, genau. Dann bitte ich das geistige Team, meinen Geistführer, dass sie auch anwesend sind. Und alle Fabelwesen, auch jetzt wieder jetzt, hier im schönen Wald draußen, dass die Energien auch von daher kommen und reinfließen in das Ganze. Schön. Ich weiß jetzt nicht, wie gut meine Kamera ist oder mein Mikrofon ist. Aber gewisse Tiere sind nicht ganz so glücklich, glaube ich, im Moment. Aber ja, das kennen wir ja, da habe ich ja von anderen Videos schon berichtet. Nun gut. Es ist so wunderbar, die Energie vom Vollmond mitzunehmen heute. Wow. Sehr stark. Diese Energie soll dich jetzt auch den ganzen Monat begleiten. Ist wirklich wunderschön wieder. Das ist,
Auch wenn ich mir in jedem Video fast wiederhole, aber es ist wirklich für mich ist immer wieder ein Phänomen, dass ich hier ein Kanal sein darf, dass das durch mich fließen darf für dich. Das ist wow. Was sage ich auch? Du spürst es ja. Nun berühre ich dein Herz und dein drittes Auge. Lass da auch wieder jetzt nach der Reinigung natürlich wieder die Energie reinfließen bei dir. Dass sich deine neutralisierten Zellen jetzt wieder füllen. Sehr schön. Ja, es ist gerade jetzt wichtig, dass du dich auch wieder fühlst nach den Rauhnächten, wo wir gehabt haben, alles drumherum. Es sind zwar jetzt ein paar Tage her, dass die abgeschlossen sind, aber ich habe es doch noch gemerkt, dass noch zum Teil dunklere Energien noch bei mir jetzt mitgeflossen sind und die ich immer wieder reinigen musste, immer und immer wieder mich schützen musste. Jetzt seit ein paar Tagen ging es jetzt mir immer wieder besser, besser, besser. Genau. Ich nehme auch seit zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich auch mit einem kolealen Gold begonnen und ich merke richtig, wie es mir wirklich gut tut, das koleale Gold. Ich habe nur immer davon gehört und seit ich es jetzt jeden Tag selber nehme, wow, wirklich eine riesen Freude, was da passiert in mir. So. Ich komme den ganzen Körper runter mit Energie. Je nachdem, an gewissen Stellen spürst du es mehr. Genau. Ja, es darf einiges in Heilung gehen jetzt. Genau. Vor allem macht euch nicht verrückt, geht nicht in die Angst oder in Zweifel oder irgendwas rein, sondern bleibt bei euch. Geht euren Weg. Ihr habt ihn geplant, ihr werdet geplant. Teilweise dürft ihr selbst bestimmen, aber teilweise wisst ihr ja, sind wir bestimmt. Wir haben unseren Seelenplan und dürfen dem befolgen. Aber es ist auch wichtig, zu euch zu stehen und wirklich auch mal zu sagen, nein, das will ich nicht.
nein, das mache ich nicht, nein, hier füge ich mich nicht, keine Ahnung, was gerade bei dir jetzt für ein Thema ist. Ich musste auch lernen, zu mir zu stehen, zu meinen Sachen zu stehen und auch klar zu kommunizieren, was ich will und was nicht. Und das ist im Moment sehr wichtig, genau. Ja, ich fühle, es ist jetzt bei dir gleichmäßig, was ankommt. Genau, ja. Ja, es gibt noch Stellen, wo es ein bisschen mehr Energie braucht. Aber ich denke, das kannst du jetzt auch von dir selbst ausgehen und du weißt ja, wie das zu praktizieren ist. Genau. Lass jetzt noch etwas abfließen, was noch an mir haftet vielleicht. Schön. Ja, ich bedanke mich. Danke, danke, danke. Es ist einfach immer wieder schön, vor dir zu sitzen, etwas Neues aufzunehmen. Und ich habe schon noch meine Visionen und Träume, was ich gerne will machen mit meinen Videos und vor allem, wo ich sie machen möchte. Genau. Mal schauen, wie schnell ich das realisieren kann. Ja, ich manifestiere es immer wieder. Und ich weiß, es passiert, es kommt. Ich bin ganz, ganz, ganz überzeugt. Ja. Nun gut, mein Lieber und meine Lieben. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Zeit. Einen restlichen, wunderschönen Januar und dann einen guten Start in Februar. Bis bald.